Lesetipp, Miracle Creek. Beim Brand einer Druckkammer für Sauerstofftherapie geschieht ein großes Unglück. Bei diesem Unglück sterben 2 Menschen und 4 werden schwer verletzt. Diese Druckkammer für Sauerstofftherapie wird unterhalten von einer koreanischen Familie. Diese koreanische Familie hat sich erhofft, durch ein Leben in Amerika ein besseres Leben zu haben, aber natürlich auch der einzigen Tochter eine bessere, gesicherte Zukunft bieten zu können. Es kommt in diesem Buch zu einer Gerichtsverhandlung. In dieser Gerichtsverhandlung werden alle Menschen, die mit dieser Druckkammer und mit dieser koreanischen Familie zu tun hatten und haben, zu Worte kommen. Und das entwickelt eine Dynamik, die unvorstellbar ist. Dieses Buch ist auf der Krimi-Bestenliste und das ist es zu Recht, obwohl es viel mehr ist als ein Krimi, weil es ist natürlich auch ein Gesellschaftsroman. Es geht um eine Migrantenfamilie in Amerika. Es geht aber auch um den ganz schmalen Grat, auf dem man sich bewegt und manchmal gar nicht merkt, dass man abweicht und nicht mehr da ist, wo man sein sollte. Mehr will ich da gar nicht drüber verraten. Das Buch ist extrem spannend. Es ist ein Buch, das Dinge von vielen, vielen Seiten beleuchtet und ein Gerichtsdrama, was es wirklich in sich hat und in seiner Vielschichtigkeit seinesgleichen sucht.